Schönen guten Morgen, herzlich willkommen zum Espresso, zum Tagesausblick hier bei CMC Markets. Es geht um die EZB-Sitzung vermutlich in dieser Woche. Die in Bayern beschlossenen neuen Lockdown-Maßnahmen kommen an der Börse. Jetzt schlagen die nicht durch. Man sieht also heute Morgen der Germany 30, der sich hier dann doch im Minus befindet, also irgendwie wirkt es dann schon auf die Stimmung. Es ist aber wahrscheinlich auch immer noch der starke Euro, der zwar hier jetzt auch 5 Pips abgibt, aber der, doch letzte Woche deutlich gewonnen hat. Und das ist das, was eben auch den DAX bremst. Wir haben den Dow Jones, den S&P und auch den Nasdaq auf neuen Hochs zu Wochenbeginn. Im DAX gibt es keine neuen Hochs. Und das ist ein bisschen jetzt auch der Grund, warum jetzt viele auf den Donnerstag schauen, auf die EZB-Sitzung und auf mögliche neue Maßnahmen, die dort verkündet werden können und die eben neuen Schwung in die Bude bringen. Denn der DAX, was er macht zurzeit, ist einfach nur eine Seitwärtsbewegung unterhalb des Hochs, das er eigentlich hier oder wo viele darauf gehofft haben, dass er es knackt. Das Hoch, das liegt bei 13.462 Punkten, hat er nicht so richtig geschafft, das trotz Versuchen letzte Woche da drüber zu gehen. Dafür hat es nicht gereicht. Dafür war der Euro zu stark. Und viele hoffen jetzt, dass eben vielleicht die EZB mit neuen Beschlüssen, vielleicht mit einer Ausweitung des PEP-Anleihekaufprogramms, das ja eben zur Stützung der Konjunktur durch die Pandemie eingeführt würde, dass das oder wurde, dass das bis Ende 2021 verlängert wird. Es ist allerdings, was die EZB-Sitzung angeht, so ein Thema, weil ja dann in der Woche darauf die amerikanische Notenbank tagen wird und aus dem Sitzungsprotokoll dieser amerikanischen Notenbank vom November ist herauszulesen, dass auch die amerikanische Notenbank Anpassungen in der Geldpolitik plant. Und es ist oft so, dass die EZB, wenn sie nicht unbedingt dringenden Handlungsbedarf sieht, was in der aktuellen Situation ja irgendwie so sein könnte, weil die konjunkturelle Erholung geht ja weiter. Dann ist es oft so, dass sie eben nochmal auf die amerikanische Notenbank wartet, auf deren Aufschlag, um dann eben den Ball zurückzuspielen oder entsprechend zu reagieren. Christine Lagarde sagte bereits im Herbst, dass der damals schon starke Euro, der war noch viel tiefer als es heute ist, ihr ein Dorn im Auge sei und dass also die EZB dagegen etwas tun möchte. Also alle, die long im Euro-Dollar sind, ihren steigenden Euro-Dollar erwarten, die haben auch die EZB gegen sich, wenn sich die Meinung der EZB hier nicht geändert hat. Und die EZB hat ja eins im Sinn, die europäische Konjunktur oder die der Eurozone anzukurbeln. Und ein starker Euro lastet eben auf dem Export. Und wenn der zu stark wird, dann könnte das eben dazu führen, dass die Erholung ins Wanken gerät. Und da muss dann die EZB per Mandat, so ist es ihre Interpretation, auch handeln. Aber auf jeden Fall, was jetzt die technische Situation angeht, in dieser Woche der EZB, die Sitzung ist erst am Donnerstag, bis dahin ist noch ein bisschen Zeit, ist, dass wir an einem höheren Hoch gescheitert sind. Jetzt kann man im Stundenkerzenchart einen maßgeblichen Impuls finden im Germany 30 Chart. Der hat hier angefangen und hat hier geendet. Und wenn man hier diese Unterstützung zieht, am Ende dieses Impulses, dann kann man erkennen, dass wir hier eben in den letzten frühen Morgenstunden gescheitert sind. Solange wir da drunter sind, haben wir hier eben so eine, einen Widerstand bei 13.263, den man beobachten kann, der ein bisschen so der Gradmesser für die Stimmung ist für den heutigen Tag. Der US-30, wie ich gerade erwähnte, macht ein höheres Hoch, ist hier nach oben ausgebrochen, direkt zur Eröffnung. Wir haben hier einen Unterstützungs- oder eine Unterstützung jetzt bei 30.110 Punkten, auch wieder hier in dem Impulsende von der Nacht. Wenn das unterschritten wird, könnte hier die Stimmung sich ein bisschen eintrüben. Ansonsten darüber ist eigentlich konstruktiv in Richtung möglicher Trendfortsetzung. Der US-NDAX 100 Cash ist an der 12.542 gelandet. Das ist im Tageskerzenchart, wenn man sich den Märzboden anschaut, die volle Impulsauffächerung. Ab sofort sollte man hier also aufpassen, ob sich hier 1, 2, 3 Tops und 1, 2, 3 Trendwendeformationen bilden. Nach so einer vollen Impulsauffächerung kommt es auch mal zu Gewinnmitnahmen. Im kurzfristigen Stundenchart ist hier die wichtige Unterstützung 12.510 Punkte. Im Euro-Dollar
haben wir im Moment, und das ist eben positiv, mal grundsätzlich für den Verlauf im Germany 30 im Stundenkerzenchart, ein 1, 2, 3 Top, also eine 1, 2, 3, 1, 21, 44 ist der Punkt, der überwunden werden müsste, um hier diese Top-Bildung in Frage zu stellen. Ansonsten 1, 21, 23, 1, 21, 10, 1, 20, 89 sind mögliche Korrekturauffächerungen hier nach unten. 9 bis 10 Uhr lade ich Sie herzlich ein, zum Börsenbuffet eine Stunde Livestream zuzuschalten. Da können wir uns das Ganze dann auch nochmal in Ruhe anschauen. Ansonsten wünsche ich Ihnen, wenn Sie da keine Zeit haben, einen schönen Handelstag, einen erfolgreichen Handelstag, einen guten Start in die neue Woche. Machen Sie es gut.